Ja, willkommen im Thema Aktivitätsbündel im Geschäftsprozessmanagement. Hier werden wir jetzt einen genaueren Blick darauf werfen, was denn an Aktivitäten im Geschäftsprozessmanagement anfällt, wie die Sachen aufeinander abgestimmt sind und mit welchen Zielsetzungen man denn diese einzelnen Aktivitäten durchführt. Einen groben Überblick haben wir gleich hier auf der ersten Seite zu diesem Thema in dieser Grafik. Da ist wichtig zu verstehen, dass Geschäftsprozessmanagement ganz klassisch normalerweise als Zyklus dargestellt ist, dass diese zyklische Darstellung aber erfahrungsgemäß aus der Praxis relativ unflexibel ist. Wenn man es als Zyklus klassisch darstellen würde, würde man normalerweise einsteigen mit, wir haben bereits einen laufenden Geschäftsprozess, beziehungsweise wir sehen das Potenzial, einen neuen Prozess zu etablieren, dann wäre dann normalerweise der erste Schritt Analyse und Modellierung. Wir würden dann, auch in dieser Reihenfolge werden wir es jetzt dann auch besprechen, die Validierung durchführen, gegebenenfalls eine Optimierung machen. Was das genau ist, sehen wir dann gleich. Danach kann es Richtung Umsetzung gehen, das heißt, wir würden es zuerst organisational verankern und vielleicht parallel oder nachfolgend die IT-Implementierung angehen, bis es dann in den konkreten Betrieb und das Monitoring übergehen kann. Und dann geht es von dort aus im klassischen Zyklus weiter zu 1. Und das ist das, was klassisch dann in der Praxis zu Inflexibilitäten führt. Manchmal werden wir dann bei den Verbesserungsszenarien, die wir dann betrachten werden, sehen, ist es einfach auch ausreichend, nur einzelne Schritte zurückzugehen, nicht jetzt mal das Modell gleich auch wieder zu verändern. Manchmal ist es auch nicht im Detail notwendig, den Optimierungsschritt durchzuführen. Dann reicht es also nach der Validierung direkt in die organisationale Implementierung zu gehen. Ganz generell ist also zu sagen, dass man nicht von einer fixen Abfolge dieser Schritte sprechen kann, sondern dass abhängig von der jeweiligen Situation in der Organisation die Abfolge festgelegt wird und dann Iterationen durch diese einzelnen Bündel gemacht werden. Was wir jetzt da im nächsten Schritt machen, ist uns diese einzelnen Bündel anzusehen, ganz kurz nochmal zum Reißen, was dort passiert, bevor wir es in den Folgethemen mit konkreten Methoden hinterlegen, was dort passiert und das Ganze an einem kurzen Fallbeispiel auch nochmal anzusehen. Wir beginnen mit der Analyse und der Modellierung. Wir hatten das im vorangegangenen Thema, wo wir uns den groben Rahmen des Geschäftsprozessmanagements angeschaut haben, schon mal sehr ausführlich. Die Frage ist also jetzt hier, wie bekommen wir, wenn wir sehen, es gibt Potenzial für Verbesserungen, es gibt Potenzial, einen Prozess zu etablieren, wie kommen wir zu den Informationen, die wir brauchen, um diesen Prozess abzubilden, zu etablieren? Und welche Einflussfaktoren von außen gibt es denn dort? Das heißt, wir müssen irgendwie herausfinden, dazu gibt es Methoden, wir müssen herausfinden, wer überhaupt handelt. Und das ist das, was wir bei der Prozessmodellierung haben, das Wer, das Was, welche Aktivitäten haben wir, welche Regeln liegen dem Handeln zugrunde, an welchen Geschäftsobjekten, also womit arbeiten wir denn, welche Hilfsmittel brauchen wir, auch das ein womit und in welcher Weise interagieren denn alle diese Bausteine, um die definierten, hoffentlich definierten Ziele zu erreichen. Das ist das, was wir während der Analyse und der Modellbildung abbilden müssen. Dem zugrunde liegen die organisationalen Rahmenbedingungen, dem zugrunde liegt die gewählte Geschäftsprozessmanagementsprache. Wenn wir uns das jetzt in einem kurzen Beispiel ansehen, das sich jetzt da durch dieses Thema auch durchziehen wird, sehen wir als Szenario ein Bankszenario, das heißt, es geht um die Kreditbeantragung, um die Kreditantragstellung in einer Bank. Da gibt es verschiedene Rahmenbedingungen, es gehen also Anträge ein, es gibt sowas wie eine Bonitätsprüfung. Das machen Sachbearbeiter, die legen ein Angebot, da sind unterschiedliche Daten drinnen. Je nachdem, wie hoch der Darlehensbetrag ist, können unterschiedliche Personen dafür zuständig sein, dieses Angebot freizugeben. Und dann gibt es eine Prüfung der Bonität des Objektes.
Risikoprüfung und dann wird dem Interessenten das Angebot vorgelegt bzw. weitere Vorgehensweise abgestimmt. Das ist quasi der grobe Rahmen. Wir möchten das abbilden mit einer Modellierungssprache, die sich in diesem Fall SPPM nennt. Das ist jetzt nicht so wichtig. Es könnte genauso die BPMN sein, werden wir dann gleich sehen, unterscheidet sich für diesen einfachen Prozess nicht recht fundamental in der Darstellung. Der erste Schritt der Analyse wäre überhaupt einmal herauszufinden, wer ist denn alle involviert. Wir haben vorhin gesagt, wir müssen die handelnden Personen mit ins Boot holen, wir müssen mit denen arbeiten, um den Prozess zu erheben und auszudefinieren, wie der in Zukunft ausschauen soll. Das heißt, wir versuchen herauszufinden als Prozessmerkmal, wer sind denn die Akteure. Das sind im konkreten Fall, wenn man den Text jetzt im Detail analysiert, den wir vorher in der Szenarienbeschreibung hatten, der Kreditinteressent, die Interessentin, die Sachbearbeitung für den Kredit, die Abteilungsleitung und für ganz große Kredite auch der Vorstand. An Aktivitäten, auch das ließ sich aus dem Text im Wesentlichen extrahieren, gab es die Kreditantragstellung, die Kreditprüfung, und zwar auf quasi Vollständigkeit der Unterlagen, die Bonitätsprüfung, die Schätzung des zu finanzierenden Objektes, um die Sicherstellung und Sicherheit sicherzustellen, dann daraus abgeleitet die Ermittlung der Finanzierungskonditionen, dann kann man ein Angebot erstellen. Genehmigung des Angebotes und die Versenden des Angebotes sind die Aktivitäten, die aktuell da enthalten sind. An Daten fallen an, auch das sehen wir, wenn wir uns die Prozessumgebung einfach mal anschauen, der Kreditantrag mit Anlagen und das eigentliche Kreditangebot. Das heißt, irgendwas kommt, nämlich der Antrag vom Kunden, wir schicken dann irgendwann einmal das Angebot zurück. Es gibt ein paar Regeln, die auch im Szenario definiert waren, die betreffen im Wesentlichen die Kreditsumme und wer dann für die Genehmigung verantwortlich ist. Das konnten wir extrahieren, das müssen wir bei der Gestaltung des Prozesses berücksichtigen. Es kommt zu mehreren Interaktionen, das ist vor allem bei der Antragstellung Kunde-Bank. Intern interagieren dann die Sachbearbeiter und die Abteilungsleitung in der Kreditabteilung, bei großen Krediten Abteilungsleitung und Vorstand. Und wenn es dann zur Antrags- oder zur Angebotslegung kommt, wiederum die Sachbearbeitung mit dem Kunden. An Hilfsmitteln, das heißt an Infrastruktur, mit der wir arbeiten, auch das sind Rahmenbedingungen, die wir nicht in Frage stellen können, haben wir das interne Intranet-Portal, das Webformular, wo Daten eingegeben werden können, das Banksystem, ein Workflow-System, das unterstützt, ein externes System zur Bonitätsprüfung und dann E-Mail und Telefon als Kommunikationsmittel. Und ebenfalls vorgegeben ist von der Geschäftsführung, vom Vorstand, sind unterschiedliche Prozesskennzahlen, die relevant sind. Das ist die Durchlaufzeit, das ist die Häufigkeit der Antragstellung, die Ablehnungsquote seitens der Bank und die Ablehnungsquote seitens Interessenten, wobei jetzt grundsätzlich mit einem Prozessziel im Sinne des Controllings nur eine Metrik hier hinterlegt ist, nämlich die Durchlaufzeit. Wir möchten, dass es nicht länger als 3 Tage dauert, dass der Prozess durchläuft. So, das ist quasi jetzt einmal die Kontexterhebung und das kann jetzt in die Modellbildung übergehen. Was wir hier sehen, ist jetzt diese Modellierungssprache SPPM, wo im ersten Schritt im Wesentlichen die Subjekte hier, das wären in der BPMN die Pools und deren Interaktion, also die Nachrichten modelliert werden. Das heißt, wir legen, wenn wir es auf die BPMN umlegen, einmal fest, welche Pools haben wir denn und welche Nachrichten fließen zwischen denen, ohne dass wir nur schauen, wann die genau fließen und was dieses Nachrichtenfließen lassen auslöst. Wir haben hier wieder die gleichen Akteure, die wir vorher schon identifiziert hatten, Interessenten, Sachbearbeitung, Abteilungsleitung und Vorstand, und aus diesen Interaktionen, die wir rausgeschrieben haben, ließ sich ableiten, welche Nachrichten denn zwischen diesen Akteuren fließen müssen. So, zusätzlich, auch das wieder SPPM spezifisch, wird jetzt für jeden dieser Akteure, für jedes dieser Subjekte das Verhalten modelliert. Das ist das gleiche wie in der BPMN, ein Prozess in einem Pool, nur dass man hier etwas expliziter die Nachrichten nochmal verankert hat. Aber man kann es genauso durchlesen wie einen BPMN-Prozess. Der Prozess wird ausgelöst, wenn eine Kreditanfrage eingeht, dann wird die Vollständigkeit geprüft. Es kann 2 mögliche Ausgänge geben, es ist unvollständig oder vollständig.
Wenn es unvollständig ist, dann weisen wir es zurück und fordern die fehlenden Informationen an. Wenn es vollständig ist, dann prüfen wir die Bonität, können das Angebot erstellen, dann können wir checken, ob die Freigabe notwendig ist. Wenn keine Freigabe notwendig ist, weil es unter 200.000 Euro ist, dann können wir das Angebot versenden. So, das kann man jetzt oder müsste man für jeden dieser Akteure modellieren und dann haben wir mal einen Ist-Stand des Prozesses. Im nächsten Schritt geht es in die Validierung, das heißt, wir versuchen jetzt herauszufinden, ob das Prozessmodell, so wie wir es abgebildet haben, auch so stimmig ist und in der Wahrnehmung des realen Geschäftsprozesses entspricht. Es kann nämlich sehr leicht passieren, dass man zwar ausgehend von der realen Situation, von der realen Wahrnehmung das Prozessmodell abbildet, dass aber das, was tatsächlich abgebildet wird, im Zuge der Modellierung so verzerrt wird, dass das, was dann im Modell drinnen steckt, nicht mehr dem entspricht, was man sich vorgestellt hat. Und dazu machen wir diesen Validierungsschritt. Das ist also im Wesentlichen eine Art Simulation, wo man den Prozess durchspielt und schaut, okay, wenn man jetzt ausführt, ist das ein Verhalten, wie wir es uns auch in der Praxis vorstellen könnten, ohne dass man es nur wirklich in die Praxis umsetzt. Es kann zum Beispiel dann passieren, dass man draufkommt, okay, in einem bestimmten Schritt hat man was vergessen. Man hat zum Beispiel vergessen, dass im Kreditantrag man für die Risikoabschätzung auch Informationen über das Beschäftigungsverhältnis abfragen möchte, sonst muss man nämlich immer nachfragen. Deswegen kommt man bei der Validierung, beim Durchspielen schon drauf. Das muss man verbessern. Das heißt, dieses Geschäftsobjekt, das wir da vorhin festgelegt haben, nämlich der Kreditantrag, der muss ergänzt werden um ein zusätzliches Feld zum Beschäftigungsverhältnis. Das wäre ein klassisches Beispiel dafür, was bei der Validierung aufkommen kann. Ebenfalls auf Basis dieses Prozessmodells kann man eine Optimierung versuchen anzugehen. Das heißt, man kann schauen, sind im Prozess Schritte drinnen, die man verbessern oder wo man die Abläufe verbessern könnte. Was da ganz klassisch ist, ist, dass man versucht, Sachen, die sequenziell angeordnet sind, zu parallelisieren, wenn sie voneinander nicht abhängig sind. Also wenn Aktivitäten drinnen sind, die hintereinander angeordnet sind, die aber nicht voneinander abhängen im Sinne von, dass die darauffolgende Information aus der vorangegangenen benötigt, dann kann man die normalerweise insofern flexibilisieren und optimieren, dass man diese Aktivitäten parallel ausführbar macht, sodass bei ausreichenden Ressourcen das Ganze zeitlich effizienter abgewickelt werden könnte. Im konkreten Fall sehen wir das bei der Bonitätsprüfung und bei der Schätzung der zu finanzierenden Immobilie. Diese beiden Schritte sind voneinander unabhängig, werden, wenn es ein Sachbearbeiter ist, üblicherweise hintereinander ausgeführt. Hätten wir genügend Ressourcen, könnten wir das aber auch grundsätzlich parallel machen und wir möchten, dass unser Prozessmodell das auch zulässt. Also wir können es ja auch mal grundsätzlich so abbilden, dass es parallel ausgeführt werden kann, dass vielleicht während der Laufzeit dann nicht genügend Ressourcen da sind, das parallel auszuführen. Das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Man kann sie ja dann trotzdem hintereinander ausführen. Das Prozessmodell würde es aber grundsätzlich zulassen, diese Dinge parallel auszuführen. Und das wäre ein Optimierungsschritt im Sinne der Reduzierung der Durchlaufzeit, was ja diese Durchlaufzeit von maximal 3 Tagen ein explizites Ziel der Prozess des Geschäftsprozessmanagements für diesen Prozess ist. So, und wenn wir das Prozessmodell jetzt fertiggestellt haben, dann kann man Richtung Umsetzung, organisationale und technische Verankerung gehen und das schauen wir uns aber dann im nächsten Video jetzt gleich an.